Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Hier geht's heute um Mobility Workouts, die 5 Vorteile, warum Mobilitätstraining so wichtig ist. Und bevor das Video losgeht, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und einen Kommentar, was du dir noch so für Videos wünschst zu den Themen Fitness, Motivation, Regeneration, gesundes Wohlbefinden allgemein. Und außerdem würde ich mich freuen, wenn du es noch nicht bereits getan hast, wenn du dieser Community kostenlos beitrittst und den Kanal abonnierst. Und dann bekommst du nämlich alles immer mit. Und ja, jetzt geht's auch schon los mit den 5 Vorteilen für Mobilitätstraining. Ja, Vorteil Nummer 1, es verbessert absolut deine Gelenkgesundheit. Gerade wenn du das vor einem Workout durchführst und deine Gelenke aufwärmst und nicht von jetzt auf gleich in das Workout durchstartest, ohne die Gelenke vorher so ein bisschen gelockert zu haben oder so ein bisschen zu kreisen oder so. Es ist wie Ölen. Und wenn du das immer und immer wieder machst, werden deine Gelenke geschmeidiger und auch in Alltagssituationen hast du dann dadurch auch weniger Probleme, dass du mal Knieschmerzen hast oder Gelenkschmerzen an deinem Handgelenk oder so. Deswegen versuche immer möglichst viel deine Gelenke zu kreisen, zu mobilisieren, dass du da wirklich dann auch für dich persönlich, für den Alltag eine bessere Gesundheit, ein besseres Wohlbefinden dir erhältst. Vorteil Nummer 2 für Mobilitätstraining, es steigert absolut deine Beweglichkeit. Denn wenn du es, ich würde dir empfehlen, das mindestens 3-mal die Woche zu machen. Und gerade wenn du von deiner Beweglichkeit sehr eingeschränkt bist und mit Mobilitätstraining anfängst, wirst du gute Fortschritte merken, wenn du es regelmäßig durchführst. Denn je mehr du machst, umso beweglicher wirst du auch, da deine Gelenke, die lockerst du ja, die werden geschmeidiger und wie geölt. Und dadurch kommst du dann auch in deiner Flexibilität und Beweglichkeit insgesamt weiter. Auch wieder hier Vorteil für den Alltag. Aber auch, wenn du jetzt irgendeinen Sportart ausführst, dafür ist das natürlich auch von Vorteil. Je beweglicher du bist, je mobiler du bist, umso effizienter kannst du auch, egal in welchem Bereich, die sportliche Leistung super umsetzen. Und eine Sache sage ich dir jetzt, wir haben ein neues Mobilitätsworkout in unserer App, 20 Minuten Ganzkörper, wo du tatsächlich von Kopf bis Fuß die Beweglichkeit, die Mobilität richtig steigern kannst. Den Link, wie du zur App kommst, ist in der Videobeschreibung hier direkt unter dem Video verlinkt. Und ja, dann kommen wir auch gleich schon zu Tipp Nummer 3. Ja, Vorteil Nummer 3 für bessere Mobilität und regelmäßiges Mobilitätstraining. Es hilft dir definitiv nicht nur im Training, beim Sport, sondern auch im Alltag. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal Treppe steigst, statt den Aufzug, was ich dir sowieso empfehlen würde, da es insgesamt förderlicher ist, den Körper natürlich zu bewegen, anstatt einfach den Aufzug zu verwenden. Also such dir immer eine Treppe, wenn irgendwo ein Aufzug ist, geh lieber die Treppe. Da hast du für dich persönlich mehr davon. Und gerade mit dem Beweglichkeitstraining, mit dem Mobilitätstraining, wenn du am Anfang denkst, ah, Knieschmerzen oder Hüftprobleme, gerade da, wenn du das immer und immer wieder machst und langsam, Step by Step, das immer kontinuierlich fortführst, wirst du sehen, eine Treppe zu steigen, wird dir leichter fallen, wenn du bewusst auftrittst und nicht hektisch irgendwie lang gehst, sondern diese Bewegung, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und das ist ja auch gerade bei der Treppe, hebst du das eine Bein an und drückst dich da raus. Da einmal die Hüftbewegung und das Kniegelenk, also Hüftgelenk, Kniegelenk hast du dabei, aber auch Fußgelenk. Und wenn das alles mobilisiert wird, wird dir das leichter fallen im Alltag. Oder auch so gerade Armsachen, wenn du den Kofferraum zumachst oder eine Einkaufstasche trägst oder die Tür aufmachst oder dich irgendwo hinsetzt, irgendwas aus dem Schrank holst, aus dem Schrank zurück in den Schrank reinbringst oder so. Es wird dir insgesamt im Alltag helfen,
mehr Mobilitätstraining zu machen. Und deswegen kann ich dir das nur wärmstens ans Herz legen. Mach regelmäßig Mobility Workouts. Ich persönlich mache das grundsätzlich vor meinem Training, um meine Gelenke aufzuwärmen. Und danach regeneriere ich mich auch nochmal zusätzlich. Einmal mit aktiven dynamischen Dehnen und statischen Dehnen, damit das komplett, dass der Körper der Belastung standhält. Weil gerade je mehr wir machen, umso wichtiger ist es, dass da keine Überlastung entsteht, sondern auch diese Schutzfunktion, und die erhalten wir mit dem Mobilitätstraining. Vierter Vorteil für Mobility Workout ist eine insgesamte bessere Gesundheit. Ich habe das ja eben schon mal in den vorherigen Vorteilen erwähnt. Du wirst insgesamt dein Wohlbefinden auf ein neues Level bringen. Vorausgesetzt ist, wenn du es regelmäßig durchführst und wenn du es auch schön für dich richtig anwendest. Die Einleitung dazu habe ich dir in unserer App gegeben mit dem Mobility Workout. 20 Minuten ist das Ganze für den ganzen Körper. Und wichtig ist, die richtige Anwendung, nicht einfach mal drüber rudeln. Ach ja, ich mache mal einmal die Woche so ein Training, das wird schon helfen. Nein, die Regelmäßigkeit macht's aus. Und auch nicht von einem Mal, so jetzt passiert ein Wunder, sondern du solltest es auch wirklich regelmäßig ausführen, damit du dann auch ein Resultat sehen kannst. Und das Resultat, wenn du da merkst, oh, irgendwie funktioniert es nicht mehr und irgendwie ist da so ein Handicap, eine Einschränkung oder irgendwas. Und wenn du das so für dich, wenn du auf deinen Körper hörst und das Step by Step für dich anpasst, kann da dein Resultat sich verbessern und du dich von deinem Wohlbefinden her richtig steigern und die Gesundheit optimieren. So, der fünfte Vorteil vom Mobility-Training ist, es ist ein Bodyweight-Training. Das heißt, du brauchst, ja, eine Trainingsmatte wäre von Vorteil. Ansonsten brauchst du einfach deinen eigenen Körper und sonst nichts, ja. Und das ist der große Vorteil. Du brauchst keine großartigen Geräte dafür, sondern du machst alles mit deinem eigenen Körper. Einfache Übungen, die sehr schnell zu erlernen sind und wirklich, wo du auch schnell reinkommst und mitmachen kannst. Und da kannst du selbst auch bestimmen, hey, mache ich die Übung, je nach Schwierigkeitsgrad. Du kannst da von ganz Anfänger bis zum Profi das Mobility Workout auf dich persönlich angepasst richtig gut ausführen. Und ja, das finde ich so toll beim Mobility-Training, was da so möglich ist. Ob das jetzt einfach die Hüfte ist, diese Bewegung. Ja, Hände sind hier so hinter dem Körper und wirklich du lockerst die Hüfte. Und das kannst du auch wunderbar, diese Übung, immer vor einem Workout ausführen, um dich erstmal zu lockern und warm zu machen. Oder der Deep Squat. Oder auch mal das Ellenbogengelenk wirklich schön zu lockern. Die Handgelenke mal schön durchzukreisen. Kniegelenke, Fußgelenke, alles Mögliche. Und das ist Mobility-Training. Und da bin ich einfach total fasziniert davon, was da möglich ist. Ich hoffe, dir haben die fünf Vorteile geholfen. Und du fängst noch heute mit Mobility-Training an. Vielleicht ja über unsere App. Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, dich beim nächsten YouTube-Video hier zu begrüßen mit weiteren Tipps. Da wird noch einiges kommen. Und ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Bleib dran, verbessere dein Wohlbefinden für dich persönlich und werde zur besten Version deiner selbst. Und ich wünsche jetzt großartige Lebensmomente. Lass es dir gut gehen, dein Coach Nina. Mach's gut.